Hey Leute, what's up? Moon Bunia, herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft Iron Man oder auch die Iron Boon Challenge. Ja, ich begrüße euch zurück bei Team Huhn Boon. Wir haben Huhn, Boon und Huhn Boon und wir sind bereit für neue Quests, für neue Abenteuer. Und jemand hat letztes Mal in den Kommentaren geschrieben, Moon Boon, du Neppel, da war direkt ein Jägerlehrer hier, beim Gasthaus in Westfall, habe ich nicht gesehen. Ich war jetzt noch in Sturmwind und habe mir die neuen Fähigkeiten reingezogen. Zum Beispiel Rückzug. Oh, geht es nur im Kampf? Okay, das könnt ihr noch nicht. Alles klar, geht nur im Kampf. Und ich habe Mal des Jägers mit unserem Makro verbunden. Das heißt, jedes Mal, wenn unser Bärchen jetzt was angreift, geht automatisch noch das Mal des Jägers auf den Mob. Das dürfte uns schon ziemlich weiterbringen. Und wir gehen heute da runter zu dem Turm. Und ich habe irgendwie in Erinnerung, dass das total gefährlich ist da unten. Von daher passen wir ein bisschen auf. Sind ein bisschen vorsichtig. Da hinten ist er schon. Ich bin gespannt, Mann. Huhn Boon, was geht ab? Macht er Geräusche eigentlich? Nee, der macht keine Geräusche. Dämlicher Huhn Boon. Oh, habt ihr den Jump gesehen? Jump, Jump, Jump. Was machst du, Bro? Beschützer wie? Corellor? Hallo, ich bin Beschützer Corellor. Die Westfall-Brigade. Da könnte man auch ein geiles Buch oder so draus machen. Die Westfall-Brigade. Die Abenteuer von 6 unerschütterlichen Helden. Ich weiß nicht, warum 6. Ist mir gerade eingefallen. Sie durchstreifen Westfall jeden Tag. Vorbei an Geiferzähnen, Kojoten und großen Fleischreißern. Bis hin zu Banditen. Jawohl, da ist der Wirbelsturm. Erinnert ihr euch? Ich habe euch letztes Mal erzählt, wie der Wirbelsturm bei dem Turm die Wachen weggefetzt hat. Sehen wir sie schon? Nee, ich sehe es noch nicht. Fuck, jetzt geht er weg. Jetzt haben wir es verpasst. Nein! Kann man den Wirbelsturm tatsächlich angreifen? Nee, kann man nicht. Man kann ihn anklicken, aber angreifen geht nicht. Okay. Buff. Okay, Buff habe ich. Hallo, wer bist du denn? Quest beenden. Betretet Jagdrufsturm. Okay, aber jetzt Achtung, jetzt müssen wir mal abchecken. Helix hat sich oben im inneren Turm verschanzt. Ich werde euch nicht belügen, Iron Boon. Er wird schwer bewacht. Ich habe allein 6 bewaffnete Söldner gezählt. Ihr schafft nie alleine den Turm zu eurem Glück. Bla bla. Scharfschützengewehr. Ich gebe euch Deckungsfeuer. Nehmt diesen Verschleierungstrank. Ihr werdet ihn brauchen. Oh fucking hell. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Wenn das jetzt irgendwie schief geht oder so, dann sind wir tot. Fuck, sollen wir die Quest lieber auslassen? Ich meine, es ist schon... Oh, 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 Sturm. Go away. Nein! Huhn Boon! What the fuck, Huhn Boon? Wir könnten auch warten, bis der Sturm nach da vorne geht. Was macht denn der Trank? Macht den Trinkenden für eine kurze Zeit unsichtbar. Jetzt komm schon, Sturm. Geh vor. Hol dir die fucking Wachen. Dann rennen wir rein. Yes, einer. Komm schon, die auch noch, die auch noch. Nein. Fuck. Okay, wir probieren was anderes. What? Ah, okay. Das war also das Deckungsfeuer. Ach, nice. Okay. Wehe, du pullst, Huhn Boon. Dann töte ich dich. Okay, Trank trinken. Wie lange? 10 Minuten? Ah ja, easy peasy. Da gehen wir nach oben. Boah, da hängt ein geiler Kopf. Habt ihr das gesehen da unten? Seht ihr es? Nice! Ich bin der unsichtbare Iron Boon. Wo muss ich hin? Ganz nach oben? Mit irgendjemandem reden? Geheimnis gelüftet. Okay.
Oh! Okay. Muss ich mich jetzt sichtbar machen? Fragezeichen. Hallo? Ich mache mich mal sichtbar auf der anderen Seite. Ah, nee, 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 nee. Sie reden miteinander. Aber Herrin, der Admiral ist immer noch... Wir werden den Admiral im Morgengrauen befreien. Ja, Herrin. Er war's. Nein, er war's. Der Tag des jüngsten Gerichts steht kurz bevor, Helix. Ruf die Leute zusammen. Ich möchte ein allerletztes Mal mit ihnen sprechen, bevor der Morgen dämmert. Mondbruch, Herrin? Ja, heute Nacht. Tadam, tadam, tadam. Wer hat's erkannt? Oh fucking hell, ich muss aufpassen. Ich springe hier runter wie so ein Irrer. Oh Gott, hält das Unsichtbarkeit-Ding jetzt? Ja, okay. Hey, hey Sis. Ich habe die Quest abgeschlossen, Sis. Komm schon, gibt's Level Up? Hallo. Nee, oder? Bestimmt nicht. Berichtet Marshall blablabla an der Sperrkuppe in Westfall, was ihr herausgefunden habt. Okay. Whatever you say, bitch. Haben wir da nicht einen Ruhestein? Haben wir. Es vereinfacht die Sache ein bisschen. Come here. Außerdem will ich jetzt endlich einen Mount. Was sind wir für ein Level? Immer noch 14. Wir kommen einfach nicht voran hier bei Iron Boon. Ich glaube, wir müssen mal eine Sondersendung machen, die eine Stunde geht oder so. Einfach damit wir ein bisschen vorankommen. Was haben wir denn jetzt? 56. Wir können ja auch die Episoden auf eine halbe Stunde erweitern vielleicht. Braucht ihr Hilfe? Viel Ärger in Mondbruch. Das Licht sinkt. Yes! Abgecheckt! Grüß. Dungeon Browser? Oh, dürfen wir leider nicht machen. Neuer Talentpunkt? Oh, dürfen wir auch nicht machen. Aber neue Fähigkeit, Streuschuss, das können wir lernen. Yes. Was kann ich für euch tun? War das hier alles an Quests? Mondbruch? Sieht so aus. Kurz am Lehrer vorbeilaufen. Den Streuschuss lernen. Würde mich interessieren, was da so abgeht. Yes, Akku. Mal des Jägers? Jawohl, hat funktioniert. Bam, in your face. Ludi, Ludi. Nice, das Makro ist echt nice. Das gefällt mir. Das ist richtig, richtig nützlich. Oh yeah. Ach halt. Ne, wo war? Da war der Jägerlehrer. Streuschuss. Hallo, Linda. Ich möchte lernen. Bla. Streuschuss. Ein einzelner Kurzdistanzschuss, der 50% Waffenschaden zufügt und das Ziel 4 Sekunden lang die Orientierung verlieren lässt. Oh. Nice. Give it to me, baby. Aha, aha. Wo haben wir es denn? Da blinkt's. Streuschuss. Ja. Hoffentlich kommt bald der Pre-Patch von Mists of Pandaria, wo das Zauberbuch ein bisschen aufräumt. Bin ich hier gelandet? Fuck, da muss ich aber wohl durch, oder? Ja. Da hilft nix. Go, Hun Boon. Oh. Go, Hun Boon. Streuschuss. Ah, das war jetzt dämlich, weil er kriegt ja schon Schaden. Go, Hun Boon. Wir gehen auf Distanz. Nice. Eigentlich könnten wir Westfall komplett allein befreien von der dämlichen Belagerung hier. Alle am Kämpfen? Ja, sehr nice. Was fliegt da? Ein ganz normaler Fleischreiser. Stendels Tümpel?
Ach, das ist der See da vorne. Okay. Okay, damit kann ich leben, Bro. So viele Tiere, aber keine Schildkröten. Huhnbuhn! Ich habe Huhnbuhn auf der Map. Wo ist eigentlich Huhn? Huhn? Seht ihr noch Huhn? Nee, ich sehe nur noch Buhn, Huhnbuhn und Buhn. Hallo? Wir brauchen unser Trio, Haustier. Westfall-Huhn, das muss ich mir mal hier reinziehen. Na also. Ich kann doch nicht hier im Duo rumlaufen, nur mit einem Bär. Wir brauchen Huhn, Buhn und Huhn, Buhn, Huhn, Buhn. Wir brauchen Huhn, de Buhn, de Huhn, Buhn, Buhn. Oh, oh, oh. Ach nee, hätte ich hier hinfliegen können etwa? Oder muss ich dich erst entdecken? Nee, ich hätte hinfliegen können. GZ, Moon Buhn. Fail. Kein Wunder, dass wir nicht vorankommen. Okay. Was habe ich für eine Quest? Gibt es hier nur die eine wieder? Bitte kleinere Schrift. Tagebuch, Propaganda. Okay, alles klar. Den ganzen Crab sammeln auf Deutsch. Also, gehen wir Crab sammeln. Wenn ich mich richtig erinnere, war der eine Crab sogar direkt hier drin. Ja, da war ein Mob. Was? Oh yeah. Oh, what? Dieser Gegenstand startet eine Quest. Sammelt 6 rote Kopftücher. Alles klaro. No problemo. Was? Oh, da hängen 2 Sachen. Warum hängen hier 2 Sachen? Kann ich beides einsammeln? Was bist du? Okay, und was bist du? Okay. Auch nicht schlecht. 2 in einem Haus. Wusste ich gar nicht mehr. Ich dachte, hier gibt es nur einen. Aber alright. So soll es sein. Geheimes Tagebuch in dem Haus? Really? Ach, da vorne glitzert es. Okay. Okay, okay, okay. Go. Go Boon, go Boon. Und wo jetzt noch? Genau, was hinter mir? Über mir? Da drin? Okay, gehen wir da rein. Ins Gasthaus, wie sie hier chillen? Obdachloser Bürger von Sturmwind chillt. Yeah. Das Huhn pickt. Oh, der Kampf geht mich nichts an, ich picke. Guck mal, was für große Füße hat das Viech. Nicht normal. Irgendein genmanipuliertes Superhuhn. War das oben? Ich glaube, es war oben. Oder? Ah, what? And it goes down. Noch einer? Yes, wusste ich's doch. Abgecheckelt. Okay, 2 rote Kopftücher bräuchten wir noch. Das können wir eigentlich auch noch hier abchecken. Da läuft doch noch der Koch irgendwo rum, oder? Macht ihr eigentlich auch, wenn ihr schlaft? Seid ihr eigentlich betrunken oder was? Streuner der westlichen Ebenen. Sie liegen einfach im Gasthaus und pennen auf dem Boden. Ich meine, okay, wer macht's nicht ab und zu mal, aber...
Ach, der andere kämpft auch schon wieder. Okay. So, aber jetzt wird gelootet. Okay, abgecheckt. Dann geben wir die beiden Quests ab und ich glaube, dann kommen die Quests, wo wir Van Cleef Dingsbums belauschen müssen. Vanessa Van Cleef. Oh yeah, belauschen like a boss. Wir sind ja schon Stufe 15. Sind wir bald fertig mit Westfall? Was kann ich für euch tun? Ich glaube schon, ne? Kette können wir nicht anziehen. Nehmen wir. Ziehe den Ehrenfreund. Was können wir noch nicht anziehen? Oh, gibt gar nichts. Sammelt Informationen bei der Versammlung. Ja, genau, das machen wir. Ich sammle Informationen, weil ich Informationen mag. Wissen ist Macht. Oh, Vogel. Ich werde nicht leicht abgelenkt. Nein. Nein. So cool, wie sie immer noch so schwarz bleibt, so bedeckt. Obwohl sie mitten am Tag auf einem Strohhaufen steht, auf einem Kachen. Man erkennt sie nicht. Nein, sie ist die schwarze Lady. Lady in Black. Hey Vanessa, what's up? Oh Gott, die armen Obdachlosen. Die hören ihr zu und glauben ihr und dann gehen sie ab. Bald fertig gelabert. Sie schreit hier unten rum. Guckt euch das mal an. Alter, hör auf rumzuschreien hier. Wie ich überhaupt nicht auffalle, mittendrin. Ich bin nur einer von vielen. Und mein Huhn. Oh! Chatfenster geöffnet? Nein, 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 nein. Alter, bist du jetzt bald fertig mit labern? Ja. Und die Menge jubelt! Boah, ich will so ein Stecken mit so einem Sack dran. Das wollte ich schon immer. Also, ein Stecken mit einem Sack dran? Ihr wisst, was ich meine. So einer wie der da hatte. Nicht das, was ihr denkt. Mann, 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 ohne Witz. La, la, la. Oh, ich kann hier ja... Oh, ich habe gar nichts zu reparieren. Grün, grün, weg, weg. Käse. Ich brauche keinen Käse. Braucht ihr Hilfe? So, sprech mit Thoralius, dem Weisen. Who the fuck ist Thoralius der Weise? Wir hatten die schwarze Lady und jetzt haben wir Thoralius den Weisen. Oh, ein Tränei. Der sich irgendeinen bekifften Rauch reinzieht. Seht ihr das? Oh yeah. Also, bekiffter Tränei, was hast du mir zu sagen? Ich finde es irgendwie geil. Sobald jemand, der Weise oder der Prophet oder so heißt, ist ja gleich bekifft, weil er irgendeinen Rauch vorne dran hat. Immer so, auch im Real Life. Betretet das Versteck der Defias und folgt der Spur der Obdachlosen in die Todesminen. Betretet den Dungeon und benutzt das Räuchergefäß. Oh, 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 alles klar. Okay, das wird interessant. Da drin gibt es bestimmt jede Menge Gegner. Also vorsichtig angesagt, Iron Boone. Iron Boone, Huhn Boone, Huhn und Huhn Boone und Iron Boone. Das tödliche Trio begibt sich in die Minen, in die tödlichen Todesminen. Fass! Huhn! Fass! Irgendwie faul das Huhn, oder? Das macht überhaupt nichts. He's going down. Folgt dem Heimatlosen. Was? Folgt dem Zug der Heimatlosen. Oh, crap. Ich brauche doch niemanden zu folgen. Ich weiß doch, wo der Eingang ist. Fucking hell. Müsste ich jetzt theoretisch dem hier folgen, oder was? Oder dem? Hier läuft ja gar niemand. Die laufen hier nur im Kreis. What the fuck ist eigentlich hier hinten? Okay, hier war ich auch noch nie. Ach, ich muss einfach den Obdachlosen quasi folgen, die hier so rumgammeln.
Oh, ein Waisenkind ist auch hier. Du bist hier falsch, mein Freund. Geh ins Waisen auch nur Sturmwind. Da mache ich jedes Jahr, mache ich mit dir die Kinderquests. Aber nee, 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 er gammelt lieber hier in der Mine rum. Zack. Ja, hier gibt es ja überhaupt keine Gegner. Aber irgendwie ist die Musik cool. Dim, 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 dim. Okay, angekommen. Jetzt müssen wir ja was? Wir müssen den Dungeon betreten. Okay, wir betreten den Dungeon. Aber nicht ohne Huhn und Buhn und Huhnbuhn. Okay, Team komplett. Ab geht's. Die Frage ist, dürfen wir den Dungeon überhaupt betreten? Laut Ironboon-Regeln? Wahrscheinlich haben wir jetzt gerade gefailt. Aber ich mach's ja nur, um die Quest hier abzuschließen. Ich kill ja keinen Boss. Theoretisch kriege ich keine ID. Von daher müsste es eigentlich durchgehen, oder? Vor 5 Jahren im Herzen der Todesminen. Okay. Oh, ich kann mich umschauen. Oh, wir sehen das riesige Piratenschiff. Mit tausenden Kanonen. Das wäre auch geil gewesen, wenn man mal das gesehen hätte, wie es gegen Sturmwind kämpft, so im Hafen. Hier ist ja das große Tor, wo es einfach rausfahren muss. Ungefähr 5 Minuten und dann wäre es bei Sturmwind. Aber nee, 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 du. Es ist niemals ausgelaufen. Edwin van Cleef und die Lumpen haben gefailt. Ein Lump und eine Lumpin. Oh Gott. Ist das sexistisch korrekt? Heißt es dann sexistisch? Nee. Wie heißt es? Niemand darf die Bruderschaft herausfordern. Oh. Seht ihr? Das bin ich. Jäger der Allianz. 17 Elise. Oh yeah. Wo ist der Priester? Irgendjemand hat ihm ein Schild gegeben. Schurke? Priester! Der Priester bin auch ich. Mein Main. Oh ja, das waren noch Zeiten. Edwin van Cleef, you're going down! Owning them scrubs. Oh, Eds! Pass auf, Priester! Der Priester steht mittendrin. Holy fucking moly. Natürlich wird sie das, Edwin. Onkel Ed! Die Bruderschaft hat nicht gesiegt! Ich weiß, Vanessa, ich weiß. Du musst meine Mission fortführen. Es war aber nicht der Onkel, es war ihr Dad. Daddy! Daddy Eddie! Daddy Eddie! Das ist genau Edwin. Daddy Eddie! Du hast versagt, Daddy Eddie! Vanessa, du musst in meine Fußstapfen treten. Führe das Schiff gegen Sturmwind. Zerschlage die Heuchler. Reiße die Mauer nieder. Oh nein, da ist Vanessa und heult. Daddy! Daddy, Daddy, was ist mit dir geschehen? Okay, Quest abgeschlossen. Nichts wie raus hier. Wohin muss ich zurück? Wahrscheinlich an die Sperrkuppe, oder? An der Sperrkuppe. Haben wir schon Ruhestein wieder? Nee, haben wir nicht. Holy freaking moly, muss ich jetzt wirklich alles zurücklaufen? 12, 12. Na, ich glaube, das ersparen wir uns, oder? Oder sollen wir noch zurücklaufen? Na, wir laufen noch zurück. Ich glaube, ich bin noch nie rückwärts aus den Todesminen rausgelaufen. Das wird spannend. Die linke Schaufel, kann ich die mitnehmen? Oh, noch eine Waise. Oh, so viele Waisen. Obdachlose Bürger. Was sind da los in Sturmwind? Mann, ich glaube, ich muss mal mit dem König reden. Fucking Varian Win-Win kriegt gar nichts auf die Reihe. Er ist ein Krieger, aber er ist kein guter Herrscher. Sonst wird es hier nicht so viele Obdachlosen geben. Halt, stopp. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Oh Gott.
So, fast draußen, glaube ich. Ja. Perfekt, wie ich den Weg gefunden habe. Like a boss. Like a Todesminen-Reiseführer boss. Oh, willkommen in den Todesminen. Zu Ihrer Linken sehen Sie ein Fass. Zu Ihrer Rechten sehen Sie einen obdachlosen Bürger von Sturmwind. Wenn wir noch ein bisschen weiter in die Mine vordringen, dann finden wir Eisenerz und Zinnerz in rauen Mengen. Bitte ignorieren Sie den Gestank der Obdachlosen. Wir sind gleich im Dungeon angekommen, okay? Wie geil. Ich glaube, ich wäre in Wirklichkeit. Wenn ich in World of Warcraft leben würde, wäre ich Reiseführer in den Todesminen. Das wäre cool. Like a Reiseführer Baus. So, jetzt geben wir die Quest noch ab. Ich weiß gar nicht, haben wir denn... Die Schatzkarte haben wir noch nicht gemacht. Ach, beim Leuchtturm waren wir auch noch nicht. Okay, das machen wir dann nächstes Mal. Jetzt fliegen wir noch schnell zurück zur Sperrkuppe. Wir haben ja jetzt hier entdeckt, dass es den Flugpunkt gibt. Sperrkuppe. 99 Cent. GZ, danke. Whatever. Wahrscheinlich zum Level Up von vor 5 Stunden. Danke, Wiff, für dein GZ, Bro. Oh yeah. Früher gab es da oben drauf mal noch eine Quest. Aber die ist, glaube ich, weg. Die gibt es, glaube ich, nicht mehr. La 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 la. Werde Zeuge des Aufstiegs der Bruderschaft. Holy moly. Lauter Waffen, die ich nicht benutzen darf. Oh, guckt euch das an, wie geil wäre es. Okay, ich werde Zeuge. Wo werde ich Zeuge? Was macht Knurreiser hier? Hey Knurreiser, what's up, bro? Oh, ihr Bastarde, werdet für eure Taten brennen. Wie geil ist er? Das ist mal ein richtiger Hauptmann. Kann ich eigentlich ranzoomen? Ja, kann ich. Ich glaube, ich muss mal Sprechblasen wieder aktivieren. Immer hier unten lesen ist voll anstrengend. Hoffnung ist ein grausamer Streich, der uns eine gefühllose und brutale Welt spielt. Was? What? Oh mein Gott. Werde ich jetzt gleich angegriffen? Nee, oder? Boah. Vanessa, Biatch! Befreit sie einfach Knurreiser. Holy fucking moly. Und da ist der blöde Ogre. Ah, das ist ein anderer. Club Talk. Das ist gar nicht Helix. Was kann ich für euch tun? Alle gestunt, außer ich. Und ich mach nix. Lol. Admiral Knurreiser? Ach, er soll jetzt das Schiff fahren, oder was? Geil! Geil! Leute, es ist gut. Ihr könnt jetzt mal wieder aufstehen. Die Bitch haut sonst ab hier. Hallo, ich bin Vanessa. Was hat sie für einen geilen Wappenrock? Den will ich auch. Mach's gut, Lady. Oga, verpiss dich. Du hast ja nichts verloren. Go away. What? Jetzt greift sie auch noch an hier, oder was? What the fuck is going on? Muss ich irgendwas tun? Erstattet König Varian in der Burgbericht. Ach so, okay, alles klar. Dann hat sich das ja wohl erledigt. Ja, und wir machen mal Schluss an dieser Stelle. Nach Sturmwind fliegen und so weiter mache ich in der Zwischenzeit. Und ich denke, die nächste Episode beginnen wir dann beim König. Und ich sage, wie immer, vielen Dank fürs Reinschauen. Bitte denkt dran, Kommentare zu schreiben, das Video zu bewerten. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bin Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao. We'll be right back.